Ja, vielen Dank, Herr Minister. Es ist bekannt, dass die Mittelmeermigranten keine Flüchtlinge sind. Wer quer über einen ganzen Kontinent durch sichere Drittstaaten nach Libyen reist, nur um sich von dort unter Not nach Europa verschiffen zu lassen, der flieht nicht oder nicht mehr. Ebenso unstrittig ist, dass die gewiss richtige Rettung aus der oft unter Not herbeigeführten Seenot nachfolgend nichts erfordert, außer der Verbringung der Aufgegriffenen in einen der vielen sicheren afrikanischen Häfen. Gewiss nicht einen Transport nach Europa. Dieses hat weder etwas mit Gewährung von Schutz noch mit Seenotrettung zu tun. Weiter Transport nach Europa inklusive Aufnahmequote können deshalb so auch nicht begründet werden. Da es sich also eindeutig um die Beförderung illegaler Zuwanderung handelt, frage ich, wie kommen Sie dazu, diese unberechtigten Zusagen von 25% Aufnahmegarantien zu machen, womit Sie das für Deutschland so schädliche Unrecht der massenhaften illegalen Zuwanderung nicht nur mit einem zusätzlichen Anreiz versehen, sondern auch noch quasi institutionell legitimieren, anstatt generell diese Personen nach Afrika zurückzubringen? Herr Curio, wir sollten uns in der Politik auch an den Wahrheiten orientieren. Sie wissen, ich bin seit Jahren ein Verfechter einer begrenzten Zuwanderung, weil nur dann die Humanität im Lande funktionieren kann. Dabei bleibe ich auch. Und bei der Seenotrettung haben wir bisher in 14 Monaten, also in mehr als einem Jahr, ganze 225 Personen in Deutschland aufgenommen. Und jetzt sage ich Ihnen in aller Offenheit, bei 225 Personen, die wir vor dem Ertrinken gerettet haben, glaube ich, sollten wir solche Diskussionen nicht führen. Wir nehmen an einem Tag auf den Landrouten die doppelte Anzahl von Flüchtlingen auf, wie wir in einem ganzen Jahr auf der Seenotrettung aufgenommen haben. So, und dann habe ich vereinbart mit den anderen Staaten, leider wird es nicht ausreichend veröffentlicht, sollte sich das verändern, weil die Schleuser hier plötzlich eine Möglichkeit sehen, ihre skrupellosen Geschäfte zu betreiben, dann kann ich sofort um 15 Uhr erklären, Deutschland ist nicht mehr bereit. Und das würde ich auch erklären bei Missbrauch. Dann ist es nämlich keine Seenotrettung mehr, dann ist es ein Taxidienst zwischen Afrika und Europa. Sie dürfen auch klatschen, wenn Sie der Meinung sind. Das ist richtig. Herr Curio, bitte, wenn Sie mögen, eine Nachfrage. Ja, Seenotrettung ist nicht Weiterverbringung nach Europa, wie gesagt. Aber erklären Sie doch bitte, wie denn die restlichen 75%, die von anderen europäischen Staaten also aufgenommen werden sollen, künftig daran gehindert werden sollen, im Rahmen der europäischen Binnenmigration nach Deutschland weiterzureisen, der übliche, mit erheblichen Zahlen belegte Asyltourismus. Dies in Anbetracht der Tatsache, dass Sie sich ja wie Ihr Vorgänger weigern, der Pflicht eines effektiven Schutzes der deutschen Grenze nachzukommen. Und das, obwohl Sie pro Jahr 200.000 illegale Migranten erwarten. Erwarten wir nicht. Steht im Koalitionsvertrag. Ja, aber das ist eine Höchstgrenze, die wir jedenfalls, solange ich in der Verantwortung bin, nie erreicht haben und auch in diesem Jahr nicht erreichen werden. Wir werden diesen Korridor weit unterschreiten. Und jetzt konfrontieren Sie nicht einen Innenminister, der eine klare Vorstellung hatte und hat, wie wir an unseren Binnengrenzen vorgehen müssen, wenn sich da wieder andere Entwicklungen zeigen würden. Das ist ja hinreichend vor einem Jahr diskutiert worden. Und deshalb bin ich mit den Maßnahmen, die die Koalition da entschieden hat in den letzten Jahren, sehr zufrieden, weil sie Wirkung zeigen. Wir haben 110.000 jetzt. Und darunter sind 20.000 Kinder im ersten Lebensjahr, die hier geboren worden sind. Das heißt, wirklich über die Grenze kamen 90.000 Leute. Das ist der niedrigste Wert seit vielen Jahren. Und da sollten wir als Deutscher Bundestag, der ja viele Gesetze dazu beschlossen haben, auch mal froh sein, dass unsere Gesetze in der Praxis ihre Wirkung entfalten. Herr Kollege Kraft möchte eine weitere Frage dazu stellen. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie sagten gerade zum Kollegen Curio, dass über die Landgrenzen Deutschlands circa doppelt so viele einreisen 400. Asylbewerber wie über die Mittelmeerroute. Ich frage Sie daher nach Artikel 16 des Grundgesetzes. Welche unsicheren Nachbarstaaten hat denn Deutschland und aus welchen Nicht-EU-Staaten reisen denn diese Personen ein, sodass sie nach Artikel 16a Grundgesetz einen realistischen und nachvollziehbaren Grund auf politisches Asyl in Deutschland genießen können? Zwei Drittel der Asylbewerber kommen aus Afghanistan,
Irak, Iran. Ein bisschen nicht nur an der Wahrheit orientieren, sondern auch an der Sachlichkeit. Zwei Drittel, ich beginne nochmal, ich hoffe, das wird mir auf die Redezeit nicht angerechnet. Aus Afghanistan. Doch, die Uhr läuft, klar. Irak, Iran, Syrien. Zwei Drittel. Die gleiche Region, deshalb ist die Westbalkanroute für uns so wichtig. Das ist, und über das zu diskutieren, ist mir wichtiger als über 225 Seenotflüchtlinge. Das ist der Kollege Frömming. Nicht? Ja, ich kann jetzt, Österreich hat im Moment keine Danke sehr. Eine geschäftsführende Regierung. Das macht es auch noch ein bisschen schwerer. Danke sehr, der Kollege Hilse möchte noch eine Frage dazu stellen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Herr Kraft explizit danach gefragt hat, von welchen unsicheren europäischen Staaten wir auf dem Landwege bzw. an welche unsicheren Staaten wir grenzen, die aus denen heraus dann Migranten kommen könnten, um dann quasi einen Asylanspruch oder ja einen Asylanspruch nach Artikel 16a zu bekommen. Es ging nicht darum, wo die dann irgendwo mal gestartet sind, sondern woher sie denn letztendlich kommen. Weil der Artikel 16a regelt das ja sehr klar. Ja, aber die Realität ist auch sehr klar. Dublin funktioniert nicht. Wir hatten bisher die Regel. Und das Grundgesetz auch nicht. Wir hatten bisher die Regel, dass ein Flüchtling in dem Staat Schutz bekommt, den er zuerst in Europa betritt. Dann hat sich das Problem der Sekundärmigration herausgebildet in den letzten Jahren, das sehr intensiv gehandhabt wird. Und die Regel, die in Europa vereinbart ist, die Flüchtlinge wieder zurückzuführen, funktioniert nicht. Die meisten Staaten beantworten die Briefe gar nicht, die notwendig sind zur Abstimmung. So schaut die Situation aus. Deshalb brauchen wir eine neue gemeinsame Asylpolitik in Europa, weil Dublin innerhalb von Europa nicht funktioniert. Danke sehr. Jetzt lasse ich noch eine Nachfrage zu diesem Thema vom Kollegen Hestu und dann stellt die nächste Frage die Kollegin Karsten. Herr Innenminister, Sie haben zutreffend dargestellt, dass Dublin nicht funktioniert. Aufgrund der Gesamtlage ist es ja nicht unwahrscheinlich, davon auszugehen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, und zwar mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit, es zu einem Ansteigen bestimmter Flüchtlingsströme, egal jetzt aus welcher Richtung, kommen kann, respektive kommen wird. Sind Sie bereit, dann das Erforderliche zum Schutz der deutschen Grenzen zu unternehmen und nicht wieder, wie 2015, darauf zu verzichten und einen massiven Anstieg von Flüchtlingsströmen in unser Land zuzulassen? Unsere erste Priorität besteht in der Hilfe und Unterstützung für die Länder, die ich vorhin genannt habe, Türkei, Griechenland, Balkanländer, Westbalkanländer. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass ein Innenminister auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Aber ich rede nicht über Eventualitäten, wenn sie nicht Realität sind im Moment. Es ist aber meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass wir hier ein Problem bekommen können. Das habe ich getan in den letzten Monaten und deshalb habe ich auch die Reisen durchgeführt. Weil immer noch die beste Lösung ist, die Menschen in der Nähe ihrer Heimat zu behalten, damit bei einer Befriedung im Lande die Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren können und am Aufbau helfen können. Danke sehr. Jetzt. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.